Mein Name ist Willi Wicki. Ich arbeite für die Delle Samen und Pflanzen AG, kurz DSP. Das ist ein KMU im Saatgutbereich. DSP arbeitet eng mit den öffentlichen Forschungsanstalten Agroskop zusammen und ist Mitinhaberin der Weizensorten, tritikale Sorten, Futterpflanzensorten und Sojasorten von Agroskop. Für uns ist das ziemlich zentral. Es ist zentral. Also wir gehen nicht in Länder, wo es keinen Sortenschutz gibt. Weil ja, wir wissen, dass ohne diese Grundlage gibt es auch keine Möglichkeit, unser Input irgendwie mit Royalties abzudecken. Das heißt, dass wir gehen nur in Länder, die entweder schon, also das schauen wir jeweils, wer in Verhandlung ist für den Beitritt zu RUPOV. Ganz zentral scheint mir aber auch das Züchterprivileg zu sein. Das bedeutet, dass Züchtungsarbeit, nachhaltige Züchtungsarbeit sogar gefördert wird, indem man geschützte Sorten für weitere Züchtungsarbeit, Kreuzungszüchtung verwenden darf, was den Pool enorm erweitert, was ein sehr großer Vorteil ist. Zudem ist es ein sehr ausgeglichenes System. Die Schutzdauer ist beschränkt, das heißt, die Kritik, die manchmal kommt, man hat keinen Zugang mehr zu Genetik und so weiter, stimmt eigentlich nicht. Im Gegenteil, durch das Sortenschutzsystem wird der Zugang zu Genetik erleichtert oder zum Teil erst ermöglicht. Ich nenne da zum Beispiel die Gerste in der Schweiz, da gibt es keine Züchtung. Und dank des UPOV-Systems erwirken die ausländischen Züchter den Sortenschutz in der Schweiz. Und daher sind sie dann bereit, die Sorten anzubieten. Und die Landwirte haben Zugang zu moderner Genetik, zu leistungsfähigen und marktfähigen Sorten. Ja, das ist in der Schweizer Landwirtschaft sehr zentral. Also die Landwirtschaft, die wird ja sehr stark auch von der Politik beeinflusst. Die Politik in den letzten Jahren fordert mehr Ökologie. Andererseits fordern die Verarbeiter, die Großverteiler bestimmte Qualitäten, das heißt sehr gute Qualität. Und gerade jetzt in der Schweiz, ich nenne das Brotgetreide, Zuchtprogramm der öffentlichen Forschungsanstalt Agroskop. Da wird eben auf diese beiden Merkmale, also Ökologie und Qualität, gezüchtet. Und das heißt, es gibt andauernd neue Sorten, die dann der Landwirt anbaut, weil die Nachfrage da ist. Und dadurch, dass er laufend neue Sorten, verbesserte Sorten hat, entspringt ein Mehrwert für ihn, aber auch für die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt vom Abnehmer bis zum Verarbeiter bis zu den Konsumenten. Also ganz konkret haben wir da schon in den 90er Jahren angefangen, mit Argentinien zusammenzuarbeiten, weil damals gab es dort eine Mühle, die suchte eben diese spezielle Qualität, die dann also in die einheimischen Sorten nicht liefern konnten. Wir haben dann Versuche mit verschiedenen unserer Sorten, die ähnliche Qualitäten hatten, gestartet. Und da war eine Sorte darunter, die war sowohl den klimatischen Bedingungen sehr gut angepasst, aber eben auch die Qualität, die da gefordert wurde, brachte. Und ja, da haben wir begonnen, diese dort ausgiebig zu testen und die Resultate sind bestätigt worden. Und da wir mit unserem Partner dort den Sortenschutz erwirken konnten, wurde das eine ziemlich große Sorte. Und das hat sowohl für uns wie für unseren Partner, wie für die Landwirte dort, wie für die Verarbeiter Vorteile gebracht. Jetzt die Entwicklung, also ich sehe das so, dass viele Länder, die bis jetzt noch nicht Mitglied der UPOV sind, dass die Regierungen erkannt haben, dass Pflanzenzüchtung
etwas Zentrales ist für die Ernährungssicherheit, dass sie aber auch eingesehen haben, dass diese Arbeiten irgendwie finanziert werden müssen und dass eben das UPOV-System eine sehr, sehr gute Grundlage ist. Darum weiß ich jetzt von verschiedenen Ländern, dass sie in Verhandlungen sind für den Beitritt zur UPOV, was sicher für die dann einen Vorteil bringen wird. Also da sehe ich die Rolle der UPOV, die wird noch wichtiger, weil die Pflanzenzüchtung die Herausforderungen dieser Umweltveränderungen, der Veränderungen der Bevölkerungsdichte. Die Pflanzenzüchtung ist eigentlich das wichtigste Instrument, um diese Herausforderungen zu meistern. Und UPOV und Pflanzenzüchtung, das ist für mich unzertrennlich. Also das heißt, UPOV wird auch in Zukunft noch wichtiger werden für viele Länder.